Sie tragen einen Verstorbenen durch das Grenzgebiet. Unter den Migranten kursiert dieses Handyvideo. Die Echtheit kann nicht überprüft werden. Der nahende Winter bedroht die Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet zusätzlich. Nachtstemperaturen unter Null. Derjenige, der für die humanitäre Katastrophe verantwortlich ist, der belarussische Diktator Lukaschenko, zeigt sich vordergründig besorgt. Seinen Verteidigungsminister weist er öffentlich an. Bitte bring Feuerholz dorthin, sie müssen sich warm halten und sie haben bereits alles Feuerholz in der Region verbraucht. Zugleich droht Lukaschenko, den Transit von russischem Gas in die EU zu stoppen. Die Krise beschäftigt auch den Deutschen Bundestag, wo die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja mit stehendem Applaus begrüßt wird. Außenminister Maas kündigt eine härtere Gangart der EU an. Die Europäische Union wird ihre Sanktionen gegen Lukaschenkos Regime ausweiten und verschärfen. Diejenigen Personen und Unternehmen, die sich an der gezielten Schleusung beteiligen, werden wir weiter sanktionieren. Europa sei solidarisch mit Polen, bekräftigt Maas ebenfalls. Es gibt allerdings Kritik am Vorgehen der polnischen Soldaten, die angeblich teils mit Gewalt Migranten am Grenzübertritt hindern. Die Grünen ermahnen Polen deshalb. Die Leute, die auf der Flucht sind, die müssen auch gut behandelt werden und nach den internationalen Regularien des Flüchtlingsrechts. Mit den Übungsflügen von zwei atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen über Belarus zeigte Russland jetzt erneut, dass es weiter an der Seite Lukaschenkos steht. Für Polen ist das beunruhigend. Die NATO versicherte bereits, dass sie Polen weiter unterstützt.